Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Scale.io Tutorials. In diesem Teil des Tutorials werden wir unsere Scale.io Installation in einen Viper Controller integrieren, um über den Viper Controller Storage und Volumes zu provisionieren. Als Viper Controller verwende ich in dieser Demo den Open Source Copper HD Controller, den ich bereits auf einem meiner Systeme installiert habe. Bevor wir jedoch damit anfangen, benennen wir noch einige Elemente in unserem Scale.io-System um, wie zum Beispiel die Protection Domain von Default Protection Domain, etwas Sprechendes wie zum Beispiel Tutorial Protection Domain und das Umbenennen des Scale.io-Systems selbst. In diesem Beispiel ist es das Scale.io Tutorial System. Wir sehen unsere drei SDS in diesem System, mit denen wir nun eine Konfiguration im Viper Controller vornehmen. Hierzu starten wir einen Webbrowser und verbinden uns auf unseren Viper Controller. Bei mir ist es die IP-Adresse 192.168.2.2.5 und melden uns am Viper Dashboard an, wenn nicht bereits passiert. In meinem Beispiel verfügen wir derzeit über noch keinen Storage. Das heißt, als erstes fügen wir einen Storage Provider hinzu. Um mit Scale.io-Systemen sprechen zu können, benötigen wir den Zugriff auf das REST Gateway, auf den REST Port, der automatisch mit dem Scale.io Gateway System installiert wird. Ich nenne den Provider hier ganz einfach Scale.io Tutorial. Dieser Name kann frei gewählt werden und ich muss die IP-Adresse unseres Scale.io Gateway Hosts angeben. Wir verbinden uns über den Port 443, unseren Admin-Benutzer und wir müssen natürlich auch das Passwort für die MDMs mit angeben. Wir klicken auf Save und gleich wird die Verbindung zu unserem Scale.io System getestet. Das dauert einen kleinen Augenblick, gleichzeitig wird das Scale.io System discovered und wir sehen hier unser Scale.io-System mit der dazugehörigen Scale.io Protection Domain. Wenn wir uns die Details des Storage-Systems anschauen, können wir uns dann die Pools und Ports des Systems anschauen. Das heißt, wir bekommen hier eine detaillierte Auflistung sämtlicher Scale.io SDS, die an unserem System aktiv sind. Genauso werden die Scale.io SDS-Hosts, die gleichzeitig auch SDCs sind, eingefügt als Host in unser Scale.io-System. Das heißt, diese Hosts kann ich später verwenden, um Storage zu provisionieren. Um nun mit dem Scale.io arbeiten zu können, müssen wir zunächst ein virtuelles Storage Array anlegen. Ich nenne dieses Storage Array Scale.io-VA. Ich werde nun einige Parameter gefragt, wie zum Beispiel das SAN-Zoning, das hier natürlich automatisch stattfindet. Ich möchte Zugriff auf den Provider-Tenant erlauben, mehr Tenants habe ich derzeit nicht. Und ich werde gefragt, welches Storage-System ich denn zu diesem virtuellen Array hinzufügen möchte, beziehungsweise von welchem Storage-Array ich Storage konsumieren möchte. Da ich hier nur mein Scale.io-System habe, füge ich das hinzu und somit ist das virtuelle Array angelegt. Als nächstes muss ich noch einen Block Virtual Pool anlegen. Hierzu gehe ich auf Block Virtual Pools, klicke auf den Add-Button und füge einen neuen Storage Virtual Pool hinzu, den ich an dieser Stelle auch wieder Scale.io Tutorial Pool nenne. Das Virtual Array, an das dieser Pool angebunden sein soll, soll das Scale.io VA sein, das wir im vorherigen Schritt angelegt haben. Nun muss ich einige Hardware-Parameter konfigurieren, wie zum Beispiel, ich möchte als Protokoll ausschließlich das Scale.io-Protokoll verwenden. Ich könnte Multi-Volume Consistency angeben für Snapshots, um Consistency-Gruppen automatisch anzulegen. Ich kann die Anzahl der Snapshots hier limitieren und ich möchte natürlich wieder auch einen Zugriff für unsere Tenants erhalten. Als Storage-Pool wird mir automatisch schon vorgeschlagen der Scale.io-Default-Pool, den ich angelegt habe. Und somit bin ich an der Stelle fertig mit dem Konfigurieren meines Scale.io-Systems. Als nächstes muss ich ein Projekt anlegen. Aus diesem Projekt kann ich dann Zugriff auf dieses Scale.io-System erhalten. Ich nenne dieses Projekt an dieser Stelle Tutorial. Und somit ist meine Grundkonfiguration des Viper-Controllers für die Verwendung mit Scale.io abgeschlossen. Als nächstes gehe ich auf View Catalog. In den Katalogen, Service-Katalogen, kann ich mir neue Storage-Ressourcen konfigurieren. Wir haben hier die Möglichkeit, unter Block Storage Services ganz einfach ein Block-Volume anzulegen. Dazu gehen wir zunächst auf die einfachste Aufgabe, Create Block Volume. Mir wird schon vorgeschlagen, da es das einzigste Array ist, das Scale.io Virtual Array. Ich gebe meinen Namen
für das Volume an. Ich nenne es an dieser Stelle Volume-1 und eine Größe. Für den Test reichen uns hier 8 GB. Durch Klicken auf den Order-Button wird diese Order ausgeführt und wir können dann in Execution Steps die Ausführung der Order überprüfen. Es dauert nur wenige Sekunden, dann ist das Volume erstellt und wir sehen dann das Volume als neu provisiertes Volume auch in den Current Tasks, die ausgeführt wurden. Wir sehen es hier, es hat eine Sekunde gedauert, das Volume zu erzeugen. Wir können dies auch im Scala.io GUI verifizieren. Wir werden jetzt hier im Scala.io GUI sehen, dass wir ein neues provisiertes Volume haben.